Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Kann ich mit ihm eigentlich reden? Nanu, wen haben wir denn da? Eine kleine Barbarenkriegerin? Aha. Ich spüre großen Zorn in dir. Lodert in dieser kleinen Brust etwa das Feuer der Kampfeslust? Aha. Dann lass dir einen Rat geben. Schluck es runter. Die erfolgreichste Schlacht ist die, die gar nicht erst ausgefochten werden muss. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Lilligrim konnte kaum glauben, was sie da hörte. War dies nicht ein Fantasy-Rollenspiel? Wo war denn der Spaß dabei, sich vorzustellen, tatenlos um ein Lagerfeuer zu sitzen? Lilligrim dachte gar nicht daran, den einlullenden Worten des geheimnisvollen NPC nachzugeben. Wenn überhaupt, machte sie das alles nur noch wütender. Zu dumm, ja, dass es ihr nicht erlaubt war, die Beherrschung zu verlieren. Nur allzu gern hätte sie diese wandelnde Schlaftablette in Grund und Boden gebrüllt. Okay, Droggelbecher. Sei bitte sparsam damit. Ja, das Feuer soll ja noch die ganze Nacht halten. Nee. Leg dich ruhig hin. Ich passe schon auf, dass das Feuer nicht ausgeht. Ich mach das. Mach dir keine Sorgen um das Feuer. Ich bleibe wach, bis das letzte Holz verbrannt ist. Die Kobold, ich frage... Das hatten wir doch alles schon. Nichts. Spar dir... Die Kobolde haben... Ich frage... Mach dir keine... Ich bleibe... Das Lager von... Wo ist denn nur... Schade. Ich hatte extra eine CD mit Lagerfeuerprasseln gebrannt. Ich muss sie im Feuer gelassen haben. Stellt euch das Prasseln einfach vor. Okay. Okay. Will nicht im Karat. Noch nicht das Feuer. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf auf Ansehen. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Oh, wo? Wo? Kein Sicherheitsventil. Das ist unfair. Okay, ich muss... Dich ruhig, ich passe schon. Und hier kann ich bleiben. Kann ich hier noch irgendwo weggehen? Ach, zum... Oh! Oh, what? Sieh an, ist das etwa die legendäre Streitmacht Hotmotigo? Ein kleines Mädchen mit Zöpfen? Köstlich. Oh, so zornig, kleines Mädchen. Du willst uns doch nicht etwa den Krieg erklären, oder? Das wäre ja schon fast eine angenehme Abwechslung. Würde die Beine hochlegen und Tee trinken. Auf die Dauer ist das auch nichts für eine Streitmacht wie meine Koboldarmee. Aber wozu sollte ich das Kampfhorn blasen lassen? Meine Speer haben mir von deinen Faulenzer-Kollegen berichtet. Willst du mein Heer etwa mit diesen schnarchnasigen Trantüten besiegen? Ich glaube kaum. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Abwarten und Tee trinken. Lilligrim kochte vor Wut. Sie stand kurz davor, die Kontrolle zu verlieren. Doch etwas hielt sie zurück. Ich kann da auch nichts machen. What? Hier sonst noch irgendwas? Nee. Der Droggelot. Leg dich ruhig hin, ich passe. Warum so aufgeregt, Lilligrim? Hast du etwa irgendetwas über unseren Begleiter in Erfahrung gebracht? Psst. Es besteht kein Grund zur Aufregung. Solange wir ganz ruhig bleiben und die Nerven nicht verlieren, sind wir den Kobolden immer einen Schritt voraus. Der Wanderer hat recht. Nichts Nein, hat er nicht. So dringend, dass es nicht bis morgen warten kann. Mach dir keine Sorgen, ich bleib... Aber du hast mit dem Koboldkönig gesprochen und jetzt bist du wütend, weil es keine Schlacht geben wird. Träumst du dich denn gar nicht, dass ich eine friedliche Alternative zum Kampf gefunden habe? Nein. Tja, aber was willst du dagegen unternehmen?
Deine Freunde habe ich längst um den Finger gewickelt. Und solange niemand die Beherrschung verliert, wird das auch so bleiben. Sieh es ein. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Und du weißt doch, es gehört sich nicht, die Kontrolle zu verlieren. Also sei eine brave Barbarenkriegerin und leg dich etwas hin. Nee. Oh, will nicht. Rache über dem Karak. Noch nicht das Feuer. Leg dich ruhig, passe. Oh. Die vermummte Gestalt saß schweigend am Lagerfeuer. Komisch, aus welchem Sourcebook. Sieh es ein. Hab ich hier noch irgendwas? Ich bin gerade echt ein bisschen. Gib dir keine Mühe. Solange wir nicht angegriffen werden, halte ich mich an den Rat dieses freundlichen Wanderers. Das Kampfhorn wird nicht erschallen. Geh lieber wieder nach Hause, kleines Mädchen. Warum kann ich denn nicht wieder zurück? Drogelot sah prächtig aus in seiner strahlenden Rüstung. Drogelbecher! Ein Mithril-Harnisch? Wirklich? Drogelbecher! Ja gut. In seinem Mithril-Harnisch. Alles klar. Ich kann auch nicht wieder zurück in die echte Welt, sag ich mal. Du kannst auch noch morgen hier aufräumen. Nein. Leg dich ruhig hin. Nein. Für heute hast du genug getan. Nein. Ich wache auf und springe mit einem Satz auf den nächsten Baum. Nein, Petrola, du schläfst, tief und fest. Aber ich murmle Zaubersprüche dabei vor mich hin. Meinetwegen. Hex, abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Okay. Würfel mal auf Angriff mit stumpfen Waffen. Lilly. Mit Bonus plus 5, weil sich Schnippo nicht wehren kann. Was? Treffer! Und jetzt den Schaden. Oha. Rüstungsklasse. Trefferzonen. Ja, Peter ist verkrüppelt. Stell dir vor, du wirst von ewigen Höllenqualen gepeinigt. Das krieg ich hin. Okay. Sei bitte sparsam, denn das Feuer. Du siehst einen großen Zauberkessel. Mach mal einen Wurf. Du entdeckst ein Sicherheitsventil. Wo? Nee, Sicherheitskessel, aber kein Sicherheitsventil. Das Lagerfeuer, wo ist gerade? 7 Tage. Ich passe schon auf. Die Kobolde haben dich. Ich frage. Und hier keine. Ich bleibe. Was? Was? Okay. Du versuchst, die Scheite in das Feuer zu legen. Mach mal einen Wurf auf Schleichen und Verstecken. Damit Sir Drogelot nicht aufwacht. Ich hab. Die Scheite lagen im Feuer. Aber Kind, was tust du denn da? Dieser Lärm ist der Gruppenharmonie bestimmt nicht zuträglich. Ohne dich drängen zu wollen, vielleicht ist jetzt doch der geeignete Zeitpunkt für eine kontrollierte, bedachte Handlung. Wenn du mit der gebotenen Ruhe vorgehst, gelingt es dir sicher, den Druck vom Kessel zu nehmen, bevor ein Unglück passiert. Ich muss dich eindringlich bitten, diesen Ton abzustellen. Siehst du nicht, dass du die ganze Idylle zu zerstören drohst? Einfach nichts machen. Das ist doch zu den Waffen! Man hat uns den Krieg erklärt! Blast das Horn! Alles klar. Oh, dieser Ton muss Ruhe bewahren. Es reicht. Ich halte das nicht mehr aus. Bei diesem Lärm kann man einfach nicht anders, als die Beherrschung zu verlieren.
Zu den Waffen! Oh, als ob sein Kopf einfach explodiert ist. Der lustige Teil des Rollenspiels. Vollkommen entfesselt stürmte die Gruppe auf das Schlachtfeld. Lilly sieht voll begeistert aus. Allen voran Lillegrim, die Wut entbrannt ihr Berserkerschwert kreisen ließ. Und während in der Anstalt die Würfel rollten in Hut, Mutigur, Koboldköpfe, manchmal war es offenbar doch angebracht, seiner Wut freien Lauf zu lassen. Die Schlacht war kurz. Die Kobolde hatten dem unbändigen Zorn der Gruppe nichts entgegenzusetzen. Die Pläne des Koboldkönigs waren vereitelt. Yes. Lillegrim fand den besiegten Monarchen unter einem Stützpfeiler des Staudamms. Lilly. Arme, törichte Lilly. Das war ein schrecklicher Fehler. Lillegrim wunderte sich noch, als sie über sich ein bedrohliches Knacken hörte. Ja gut, das ist nicht gut. Ich glaube, ich habe gerade hart übersteuert, es tut mir leid. Wie geht es dir, euch? Mir geht's gut soweit, kann ich klagen. Alles fehlt, und bei dir so? Als die rosaroten Fluten verebbt waren, bot sich unseren Helden ein einmaliger Anblick. Das Tal der unbequemen Erinnerungen. Na, guck sich das einer an. Ich muss sagen, ich bin schwer überwältigt. Wir sollten nicht hier sein. Ha. Du bist und bleibst ein Scherzkeks-Schnippel. Nein. Ich meine das ernst. Das Tal ist verflucht. Ich habe gehört, dass... Moment mal. Lilly? Was ist denn los mit ihr? Kriegen wir jetzt Erfahrungspunkte? Lilly hatte die Wahrheit gesehen. Sicher könnt ihr euch vorstellen, wie es ihr jetzt ging. Könnt ihr nicht? Tja, wer weiß schon, was so im Kopf eines kleinen Mädchens vor sich geht. Geht es dir gut, kleines Mädchen? Nein. Kleines Mädchen? Hallo? Alles klar bei dir? Ich hab mir Sorgen gemacht, weißt du? Einfach raus. Bin ich? Oder ist es hier gerade kälter geworden? Oh. Alles klar, aber wir dürfen jetzt ausrasten, wie es aussieht. Schlechten Menschen geht es immer gut. Da hast du leider sogar recht, ja. Das stimmt. So, aber wie die spitze Orte wütend werden. Wie kann ich denn jetzt wütend werden? Oder wem gegenüber könnte ich wütend werden? Oh nein, ich wollte ja eigentlich... Ups. Moment mal. Wenn ich jetzt... Ich mach mal das wütend werden Verbot aus. Und geh jetzt nochmal in diese Traumwelt-Dings. Ugi. Ja, wie ist die Stecknadel hier nicht drin? War die nicht sonst immer drin? Tür war fett. Ah, wir können jetzt aber hier rüber. Ah! Okay. Das ist schon mal... Oh, Pfeil! Okay, hier zurück können wir nicht, alles klar, aber wir können hier lang. Kann ich den Pfeil jetzt dazu benutzen, um das Schloss zu knacken? Es war eine Schande. Lilly war einfach nicht geschickt genug. Ah. Sitzt auf der anderen Seite ein Pfeil? Zufälligerweise? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, mir gefällt das Spiel auch mega. Das spielt es jetzt zum zweiten Mal durch. Zwar in einem Zeitabstand von ein paar mehr Jahren, aber...
hier. Es ist halt mega nice. Es ist mega nice. Lilly. Und wieder, es war Lilly. Wie kann ich denn... Moment, kann ich in dem Rollenspiel meine Geschicklichkeit aufbessern und dadurch... Ja. Du? Besser werden? Ich soll Erfahrungspunkte ausgeben, um ein Talent zu steigern. Ausdruckstanz, Musizieren, Schlösser knacken. Eigentlich will ich nichts davon können. Gibt es kein Talent wie sich mit seinem Schicksal abfinden oder... Punkte vergeben, ohne dabei in eine Existenzkrise zu geraten. Peters Zaudern machte Lilly wütend. Konnte dieser notorische Nörgler nicht einmal die einfachsten Entscheidungen treffen? Am liebsten hätte Lilly ihm eine gescheuert. Doch etwas hielt sie zurück. Okay, wütend werden. Kennst du das Lied von dem Spiel? Ja, du meinst jetzt den Titelsong wahrscheinlich, ne? Nadel und Faden, oder? Au! Du hast ja recht. Ich erhöhe einfach Schlösser knacken. Als ob sie ihm einfach eine geballert hat. Und damit hat es sich. Da, behalte du ruhig den Charakterbogen. Was? Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Okay. Lilly wünschte... Okay, genau. Ja, ich finde das Lied mega cool. Es ist immer ein bisschen sehr ruhig und sehr langsam gehalten, aber... So an sich passt es halt. Lilly wünschte sich, sie wäre so geschickt wie ihr neuer Rollenspielcharakter. In Hot Motigor wäre so. Achso. Das ist auf jeden Fall ein nice Lied, muss ich schon sagen. Ah, als ob sie ihm einfach eine geballert hat. Es klang zwar verrückt, aber eigentlich hatte sie ja jetzt das Talent, Schlösser zu knacken. Ja. Geschafft. Das Gitter Easy. War offen. Sie fragte sich, ob... Natürlich ist es jetzt offen. Tatsächlich. Natürlich. Während ihrer Trance hatte sie auch das reale Gitter geöffnet. Der Weg in den Turm der Irrenanstalt war frei. Irgendwo dort in dieser schwarzen Ungewissheit würde sie ihre Freundin finden. Oh ja. Ohne groß darüber nachzudenken, nahm Lilly den Stoffhasen mit. Wenn sie schon Dr. Marcells Reich betreten musste, wollte sie wenigstens nicht allein sein. Wie sonst? Ist ein Argument. Oh, Porträt. Oh, Ednas Zelle. Die Tür war fest verschlossen. Schade. Lilly war sich ganz sicher. Das musste die Zelle sein, in der Edna festgehalten wurde. Wahrscheinlich. Was für ein hässlicher Junge. Warum jemand so ein Bild aufhängt, als ob. War Lilly ein Rätsel. Was für ein hässlicher Junge. Als ob sie... Was? Sie hat's mitgenommen? Einfach so? Was? Warum? Aber okay. Lilly konnte den Mond stundenlang anstarren. Aber sie tat es nur noch ungern. Es passierten dann immer so schreckliche Sachen. Hallöchen, Roselos. Ach, da war der Haken. Die Tür war fest verschlossen. Der Junge sieht ganz nett aus. Jo, eigentlich schon. Oh nee. Nicht schon wieder der Phantom. Wie ungeschickt. Lilly hatte die Termitenfarm kaputt gemacht. Mann, Lilly. Oh. Kleiderstände. Ein Spiegel. Ach, da. Solange der Ständer keinen Kopf hatte, würde das Laken einfach nur schlaff herunterhängen. So. Oben auf dem Kleiderständer wirkte die Bowlingkugel wie ein Totenkopf. Aber irgendetwas fehlte. Ja. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.